So, hallo und herzlich willkommen hier zu Part Nummer 2 meines Ultimate Team Let's Plays. Part Nummer 1 bestand ja nur aus der Web-App. Part Nummer 2 besteht jetzt aus dem Spiel selbst. Es ist angekommen. Ah, ich habe mich so gefreut. Ich habe eine Stunde draußen vor der Tür gewartet, bis dieser scheiß Postbote kam, ne? Alter, ich habe da gestanden, alles gewartet. Bitte kommt der jetzt, bitte kommt der jetzt, bitte kommt der jetzt. Der fährt nämlich immer komplett durch die Straße und fängt ganz hinten an, anstatt ganz vorne. Oh, und da kriege ich die Krise. Ja, aber egal, jetzt sind wir hier in Ultimate Team, im Spiel selbst. Ich habe schon viel gemacht jetzt. Ich habe jetzt 43.000 Münzen. Den Verein brauchen wir gar nicht zu benennen, weil der immer noch denselben Namen hat wie sonst auch. Verdiene ein Goldset. Das sind dieselben Manageraufgaben wie letztes Jahr auch schon, denke ich mal. Bestreite ein Saisonspiel, mache ich aber noch nicht jetzt. Erstmal schauen wir uns das Ganze an, was ich denn jetzt schon gemacht habe in den Transfers. Ich habe nämlich jetzt ein paar Sachen verkauft. Lescott bin ich losgeworden für 1300. Die Verträge sind ja klar. Und ich bin Patrice Evra losgeworden für 5000 Münzen. Ansonsten scheint hier noch nirgends ein Gebot zu sein. Das sind natürlich nur Preisvergleich. Was ist ein Preisvergleich? Ach so, woanders. Geil, das kann man auch vergleichen. Das ist gut gemacht. Auf Transfermarkt anbieten. Ja, übersichtlicher ist das Spiel jetzt auf jeden Fall geworden. Das sehe ich jetzt schon beim ersten Mal. Ich bin jetzt wirklich das erste Mal erst in Ultimate Team drin. Ich hoffe auch, dass die Aufnahme jetzt gut läuft. Ihr wisst ja, falls ihr Pro Evolution Soccer verfolgt habt, dass dort am Anfang ein paar Lags drin waren, was mit DxTory der Fall war. Jetzt habe ich natürlich DxTory zuerst mal ausprobieren wollen mit FIFA 14. FIFA 14, 14, weil ich eben wissen wollte, ob das an Pro Evolution Soccer lag. Momentan sehe ich noch kein Problem darin, das werde ich erst im fertigen Video sehen. Ansonsten kann ich euch jetzt schon sagen, wenn in diesem Video, was ihr jetzt gerade seht, nachher bei einem Spiel Lags drin sein sollten, dann entschuldigt das bitte, es wird im nächsten Part dann nicht mehr so sein, dann werde ich mit Fraps aufnehmen. Wenn allerdings alles klappt, bin ich zufrieden, wenn ich DxTory benutzen kann, da man dort natürlich etwas bessere Einstellungsmöglichkeiten hat. Da kann ich nämlich den Sound meiner Stimme und den Sound vom Spiel selbst so konfigurieren, dass sich das aufeinander abstimmt. Anders habe ich nämlich bei Fraps natürlich Audiodateien. Kann ich über Audacity natürlich aufnehmen, aber das wäre dann mir zu viel Gefriemel. Deswegen geht das alles mit DxTory ganz gut, aber wenn DxTory nicht funktioniert, dann muss ich wohl Fraps nehmen. So, wem das jetzt zu schnell ging, wartet einfach darauf. Also, ich muss einfach nur sehen, ob das Video jetzt laggt oder nicht. Wenn es nicht laggt, ist alles in Ordnung, dann wird sich nichts ändern und wenn es laggt, werde ich einfach nur mit Fraps aufnehmen. Kandidatenliste, da bin ich wohl überboten worden, das war Mandzukic, ja. 43.000 Münzen habe ich jetzt schon, die habe ich mir teilweise gut verdient, teilweise FIFA-Points benutzt und dann durch die FIFA-Points eben etwas zu Geld gekommen. Jetzt zeige ich euch mal noch meine Mannschaft. Ja, loyale Spieler haben einen Chemie-Bonus. Ja, das wissen wir schon, denke ich mal. Transfermarktspieler verfügen nach 10 Partien über Loyalität. Dann Spieler mit einer Managerbindung erhalten einen Chemiebonus. Das haben wir auch. Das weiß wahrscheinlich auch jeder. Gut, das reicht. Ich wollte euch ja meine Mannschaft zeigen. Also, die sieht jetzt mittlerweile ganz gut aus. Ich habe Glück gehabt, habe Mkhitaryan gezogen. Der ist auch so um die 10.000 wert. Den habe ich gezogen. Habe dem direkt so ein Maestro-Upgrade gegeben. Und dann habe ich noch Hüntelaar gezogen, Pizarro habe ich gekauft, Shaqiri habe ich gekauft, Traoré habe ich gedacht, das wäre jetzt mal am Anfang ein guter linker Mittelfeldspieler, da er eben schnell ist, ein bisschen, also Pace hat, Spezialbewegung, 4 Sterne hat und dadurch wahrscheinlich auch gute Flanken schlagen kann. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, es ist ja wie gesagt das erste Mal, dass ich jetzt ins Spiel reingehe. Dann Marcel Schmelzer, den habe ich auch gezogen. Zum Glück, genauso wie Höwedes. Bartstuber habe ich mir aber allerdings gekauft für 3.000. Weidenfeller habe ich gezogen. Und Rafinha habe ich für 2.000 gekauft. Martinez dann für 5.000 oder 6.000. Ja, 6.000. Und ansonsten, ja, habe ich hier noch auf der Bank Salihovic, Van Beuten, Husti, Hand, Schmid, Gentner und Ter Stegen. Dann hier noch Weihrauch.
Aber das wäre es dann jetzt auch eigentlich gewesen. So, dann schauen wir nochmal auf die FUT-Zentrale. Mit diesen Manageraufgaben, Vereinsname ändern. Ich würde den gern bestätigen. Vereinsname bestätigen, ja. Ich will den nicht ändern, nein. Ja. Dann hätten wir diese Aufgabe auch schon mal. Vereinsstadion ändern. Kaufe ein Objekt auf dem Transfermarkt machen wir auch noch. Vertragsobjekt anwenden. Werden wir alles noch machen, aber nicht jetzt. Denn jetzt wird erstmal. Ah, hier kannst du ein Gratis-Set abholen. Wollt ihr mich verarschen? Wo soll ich denn jetzt das. Ah, ich kann ja einen Code einlösen, genau. Ah, ich bin verwirrt. Geht mir alles zu schnell hier. So, ich muss ein Set einlösen, genau. Sets ansehen. Ich habe ja zwei Codes bekommen sogar. Den Code werde ich jetzt eingeben, werde allerdings kurz Pause machen dafür. Naja, wobei das eigentlich gar keinen Sinn macht. Wenn ich den Code eingegeben habe, ist er ja nicht mehr verfügbar. Von daher ist es eh egal, ob ich den jetzt hier eingebe. Nee, komm, ich mach kurze Pause. So, der Code wurde eingelöst. Was genau bringt mir das jetzt? Ah, hier, meine Sets. Ich habe direkt vier Goldsets bekommen. Oh, die können wir öffnen, die können wir öffnen. Juhu! So, dann sind wir mal gespannt, was da so drin ist. Ah! So. Und. Och, Ballmont, was ist denn das für ein Dreck? Ja, das weiß ich. Ballmont braucht doch keiner. Lucarelli wohl auch nicht. Rudi auch nicht. Den können wir zum Verein hinzufügen. Spielerverträge brauchen wir. Im Vereinmenü, Kräftorf, ja, das weiß ich auch. Spielerverträge, Spielerverträge. Heilung brauchen wir keine, aber die da brauchen wir. Abstoß brauchen wir keins. Wie viel kriege ich denn dafür, wenn ich den abstoße? Schnellverkauf. Ja, brauche ich nicht anzubieten. Will eh keiner haben. Dann kann ich das, den Rest jetzt gerade verkaufen. Alle verbleibenden Objekte schnell verkaufen. So, dann also nächstes Set. Oh. Mit Falcao vorne drauf. Boah, ich muss was trinken. Was sind das für Spieler, ey? Da hätte ich den Code gar nicht benutzen brauchen. Tyton. Paulo Vinicius. Tyton, der kann vielleicht noch was wert sein. Aber ich bezweifle es. Wenn wir nochmal die Spielerverträge holen. Das Wappen von Udinese. Und ansonsten brauchen wir eigentlich nichts. Nö. Haben wir wieder ein paar Münzen mehr. Dann nächstes Set. Holen wir mal das mit Messi drauf. Falcao hatten wir nämlich gerade schon. Vielleicht kommt ja gleich nochmal eins mit Alaba. Und. Papadopoulos. Oh, das gefällt mir. Papadopoulos ist gut. Ja, den werde ich auf jeden Fall in die aktive Mannschaft nehmen. Der kommt in die aktive Mannschaft. Das gefällt mir, weil Papadopoulos ist ein ganz guter. Der ist zwar jetzt nicht allzu viel wert, wahrscheinlich so um die 1500 bis 2000 Münzen, aber den kann man auf jeden Fall gut gebrauchen, wenn man so eine kleine Bundesligamannschaft aufbaut. Da ist jetzt aber eher nicht so viel dabei. Nö. André auch nicht. Dann holen wir den raus. Den Vertrag raus. Den Vertrag raus. Das holen wir. Das holen wir. Ah, ich sehe gerade hier. RT, alles schnell verkaufen. Das ist gut. Das haben sie gut gemacht. So, dann machen wir noch das letzte Pack auf. Das wäre dann schon wieder Falcao. Nein, ich will Alaba. Holen wir halt den Chinesen da. So, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ja! Oh, Brown. Almiron.
Papadopoulos, schon wieder ein Papadopoulos, aber diesmal ein anderer. Ah, da haben wir noch eine italienische Liga. Die deutsche Liga lässt sich richtig, richtig gut verkaufen. Ich verstehe gar nicht, warum. Die geht für so viel Geld weg, das gibt's gar nicht. Deswegen schauen wir jetzt mal gerade auf Transfermarkt anbieten, Preisvergleich. 1300 aktuelles Gebot. Was ist der geringste Sofortverkauf? 3000, 3000. Ja, komm, dann stellen wir sie auch so rein. Weil sonst kauft den eh keiner. Aber ne, ich kann sie auch Sofortkaufpreis etwas höher stellen. Komm schon. Stellen wir auf 4000 und dann Startpreis bei 1500. So, senden. Alles klar, gut, dann können wir den Rest wieder verkaufen. Und dann haben wir das schon mal geregelt. Jetzt habe ich natürlich, also, ne, nicht natürlich, sondern ich habe jetzt noch einen Code. Den muss ich in meinem Handy einsehen. So, der ist ein Vorbestellercode von Amazon. Wo haben wir den denn? E-Mail. Da ist ja doch Bonuscode zu Ihrer Bestellung. Dann geben wir den auch mal noch ein. Bis gleich. Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass der Code, den muss ich über Origin selbst eingeben, nicht über FIFA. Erst wenn das Spiel nochmal neu gestartet wird, ist es dann aktiv. Das ist mir gerade aufgefallen. Aber ist auch egal, jetzt habe ich euch meine Mannschaft gezeigt. Jetzt gehen wir einfach mal in ein Online-Einzelspiel. Erstmal nur zum Ausprobieren. Die Mannschaft haben wir soweit zusammen. Passt so ganz gut. Und das Einzige, was wir noch machen, ist hier Papadopoulos rein auf die Bank. Und dann können wir auch das Ganze schon starten. Viel haben wir nämlich sonst nicht zu tun. Die Verträge sind natürlich alle noch bei 7 der Spieler, aber die können wir ja noch aufstocken. Ich habe genug Verträge schon in petto, die wir benutzen können. Ja, sonst bleibt allerdings jetzt nichts zu sagen, was Verträge oder so angeht. Jetzt warten wir einfach darauf, dass wir einen Gegner finden. 100 Chemie habe ich, das seht ihr ja da oben rechts noch. Bewertung habe ich 4,5 Sterne mit 80. Und ich denke, im Pretarian kann da schon so einiges anrichten. Ich bin mal gespannt, wie gut der jetzt ist. Also jetzt in der finalen Version von FIFA. Und wie er sich spielen lässt als Spielmacher. Wenn dann hier irgendwann mal ein Gegner kommt, ja. Irgendwann mal. Ah, ich habe mich ja dermaßen gefreut auf das Spiel. Kein Gegner gefunden. Ich habe mich ja dermaßen gefreut aut das Spiel. Hab eben schon wirklich Luftsprünge gemacht, als das Spiel angekommen ist. Und hab's dann direkt installiert und jetzt sofort gestartet alles. Jetzt hoffe ich doch nur, dass alles reibungslos läuft. Wenn jetzt irgendwann mal ein Gegner kommt. Oh Mensch, gehen wir halt nochmal zurück. Gehen wir auf Online-Saison. Vielleicht finden wir da einen Gegner. Saisonverlauf und Bestenlisten. Alles klar, Partie spielen würde ich sagen, ne? Wir brauchen 9 Punkte zum Aufstieg und 12 Punkte für die Meisterschaft. Ah, und ich kann ja noch was machen, fällt mir gerade auf. Bevor ich das mache. Ja, das habe ich doch schon. Mist, jetzt muss ich schon wieder Pause machen. Mensch. So, da bin ich wieder. Das war jetzt noch eine Sicherheitsfrage, warum auch immer. Was mir dann noch eingefallen ist, was ich noch machen kann, ist. Nein, das nicht. Wie komme ich denn hier oben drauf? Auf die EASFC. Oder geht das in der FUT-Zentrale? Nö. Wie komme ich denn da oben drauf? Das meine ich doch nicht. Mensch, man konnte doch immer X drücken für die EASFC. Dann gehen wir halt kurz zurück. Mensch, Kinder. Das kann man doch hier irgendwo machen. Ah, Football Club, genau. Hier kann ich nämlich was einlösen. Ich habe ja noch ein paar Münzen. Da kann man diesen Münzenboost. Erhalte 1000 zusätzliche Münzen für die kommenden 10 Partien.
Ultimate Team, gehen wir mal oben nur auf Ultimate Team. Da müsste ich ganz schön viele haben davon. 200. Fangen wir aber an mit den Tausendern. Hehe. Ich will nämlich mehr Münzen. 200 mal 5, 200 mal 15, 1000 mal 5, 1000 mal 10, 1000 mal 10. Fangen wir damit an. Kauf bestätigen. Okay. Gut, dann hätten wir das. Dann können wir jetzt noch schnell ein Spiel starten. In Ultimate Team. Wir haben jetzt zwar schon ganz schön viel an Aufnahmezeit, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt auch nicht drauf geguckt, aber egal. Hauptsache, das Video kommt heute noch irgendwie online. Kann dann sein, dass die Qualität jetzt nicht die beste ist, weil es ja irgendwie noch hochgeladen werden muss, aber ich gebe mein Bestes. Aufstellung bearbeiten. Passt. Auf geht's. Komm, jetzt finden Gegner. Find einen Gegner. Endlich. Endlich mal einen Gegner gefunden. Jetzt bin ich mal gespannt, wie gut die da sind. Ich hole das klassische Trikot. Teammanagement brauchen wir nicht zu ändern. So. Kommender Gegner, Pedro Rodriguez. Oh, der hat auch schon eine richtig gute Mannschaft. Oh ja, der hat eine richtig gute. Diego Lopez, Puyol, Mascherano. Oh, der hat gar keine schlechte Mannschaft. Da müssen wir aufpassen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze spielen lässt. Online. Jetzt haben wir das klassische Trikot der Bayern. Boah, Pizarro rennt den ja vorne um. Oh, was macht denn der Hüntelaar da? Hüntelaar. So, ein Mkhitaryan. Pizarro. Javi Martinez. Das ist jetzt meine erste Partie in FIFA 14. Also nehmt mir nicht übel, falls ich jetzt irgendwie verlieren sollte. Ich meine, ich habe zwar schon die Demo gespielt, aber das ist ja noch mal was anderes. Geh ab! Oh, wo läuft denn der da rum? Und warum läuft der da rum? Er hat mir mein Tor streitig machen wollen. Hintela. Oh, Pizarro. Oh ja, gut. Shaqiri. Shaqiri auf Pizarro. Mist. Ah, komm, komm, jetzt holen wir uns aber hier das erste Tor. Flanke in die Mitte, da ist Hintela. Oh, Hintela nochmal. Jawohl, 1-0. Haha. Geil, 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 geil. Ich will einen anderen. Nein. Warum macht denn der nicht das, was ich machen will? Ah, egal. 9. Minute 1-0. Hauptsache, wir führen erstmal. Da nochmal der Kopfball abgefälscht. Und dann bleibt Hüntelaar liegen, kriegt den Ball direkt wieder vor die Füße. Und dann hat der Torwart keine Chance mehr. So schnell reagierst du als Torwart normalerweise nicht. Boah, gut aufgepasst. Shaqiri. Pizarro. Im Kritarian. Ach, Mist, Ballverlust. Nochmal den Ball erobern. Kommt, Jungs, kommt, Jungs, kommt, Jungs. Oh, gut abgegrätscht. Rafinha. Shaqiri. Pizarro. Boah, schöner Ballwechsel hier. Im Kritarian. Ah, Ballverlust. Hüntelaar raus auf Traoré. Oh, das war ein Foul. Aber egal. Vorteil und. Oh, ach, Mist. Das da war aber knapp, ey. Oh, der wirft den Ball ins Aus. Ist auch nicht schlecht. Oh, ey, ich bin so motiviert jetzt. Ah, es macht so Spaß schon wieder. Alles wieder von auf Null. Also das heißt, damit meine ich neues Spiel, neues Glück, ne? Also, FIFA 13 habe ich ja eher so ein bisschen ausgelassen. Da bin ich ja. Da habe ich ja irgendwann aufgehört. Aber jetzt bin ich wieder so top motiviert. Das glaubt ihr gar nicht. Ach, Mist. Weidenfeller, du kannst ja gar nichts. Unser erstes Gegentor. Nein! Egal, wir werden noch eins schießen. Rafinha. Shaqiri. Oh, da ist ja gar keiner. Pizarro, geh hin.
Ah, den hat er noch. Gut. Shaqiri. Shaqiri. Oh, abgefälscht. Müsste Eckball geben, ja. Shaqiri hat ja auch einen super Schuss. Deswegen habe ich ihn auch noch gekauft. Und vor allem, weil ich einen Haufen Bayern-Spieler haben wollte. Shaqiri. Oder ist Badstuber. Oh, nochmal hin, nochmal hin. Im Pretarian. Mist. Mist, 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 Mist. Hilfe, das hinterher. Oh oh. Oh oh. Was macht denn der Torwart da? Der bewegt sich ja kein bisschen. Jetzt liegen wir schon 2-1 hinten. Das kann doch nicht sein. Gerade mal 24 Minuten gespielt. Und schon liegen wir 2-1 hinten. Dabei haben wir noch 1-0 geführt. Oh Mann. Pizarro. Shaqiri. Ah, die Grätschen immer noch dazwischen. Das Schlimme ist, wenn der einmal hinten durch ist, kriegen meine Verteidiger den nicht mehr, weil die so langsam sind. Deswegen hatte ich ja bei FIFA 13 immer DD und Felipe Santana drin, weil die einfach so schnell waren. Jetzt brauche ich nur noch Boateng und Dante. Ibrahima Traoré, Traoré. Boah. Mit Distanzschüssen sieht es ja in FIFA 14 auch wieder ein bisschen besser aus, ist mir mal so aufgefallen. Da gibt es wieder die Möglichkeit, wirklich auch welche zu verwandeln. Traoré, aber natürlich auch nur mit Spielern, die das auch drauf haben. Jetzt nicht mit jedem, so wie Traoré. Ich glaube nicht, dass der so für seine Distanzschüsse bekannt ist. Ja, und jetzt Pizarro. Pizza. Oh, Mist. Pizza. Hat das Ding jetzt nicht richtig verarbeiten können. Gut von Shaqiri. Martinez. Hinterla. Oh, schneller. Hinterla. Ach, Traoré, mach doch schneller. Jetzt sind die wieder auf dem Weg nach vorne. Wie heißt der? Ansbede. Ansbede. Ah. Jetzt lässt er den Ball aber richtig gut laufen, ey. Schmelzer hat auch gut aufgepasst. Ich will natürlich noch Alaba haben. Für den spare ich jetzt die ganze Zeit. Aber ich glaube, ich spare... Oh! Ich spare jetzt sowieso erstmal ein paar mehr Münzen an. Anstatt jetzt direkt wieder alles auf den Kopf zu hauen. Da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Ich schaue, dass ich erst meine ganzen Codes da einlöse und was weiß ich. Den einen habe ich ja jetzt eingelöst. Da haben wir schon mal noch ein paar Münzen dazu bekommen. Aber einfach mal abwarten. Alaba will ich aber auf jeden Fall haben, weil das einfach für mich und meiner Meinung nach der beste linke Verteidiger der Welt ist. Meiner Meinung nach, da könnt ihr sagen, was ihr wollt, mir ist das egal, ich finde den, das ist der Beste. Ja, ist für mich einfach der Beste. Oh, schon wieder Ball verloren. Also im Pretarian müsste es mit Distanzschüssen eigentlich drauf haben. Das war abseits. Kommt schon. Nein. Ach, warum sehe ich das nicht kommen? Was ist denn los? Übelster Anfängerfehler jetzt. Oh. Das gibt's doch gar nicht. Wie kommt denn der da noch vorbei? Mein Gott. Oh, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein hier. Mensch, jetzt Kinder noch einmal. Ich darf... Nein, ich darf jetzt hier nicht untergehen, ey. Kann doch nicht sein. Oh, was mache ich denn? Ich komme gar nicht mehr so schnell zum Reagieren. Ich habe mich jetzt wahrscheinlich zu viel an Pro Evolution Soccer gewöhnt. Mann, Mann, Mann. Das ist zwar jetzt eine schlechte Ausrede, aber... egal. Glaubt sie mir einfach. Ich glaube, ich habe mich echt zu viel an Dings gewöhnt hier. Wie heißt Pro Evolution Soccer? So, die Aufstellung. Schauen wir uns nochmal kurz an, ob wir da noch was ändern können. Martinez, warum ist denn der so ausgepowert? Der hat doch noch gar nichts gemacht. Mein Gott, egal. Wir setzen das Spiel direkt fort. Und versuchen jetzt irgendwie noch das Spiel auszugleichen.
versuchen. Das ist natürlich keine einfache Aufgabe. Oh, im Retarian, Mensch! Aufgepasst, gut. Jawohl. So, noch. Ah, hol dir doch das Ding. Rafinha, gut aufgepasst. Geh ab, Junge. Nein! Oh, ich wollte doch gerade einen Pass in den Lauf spielen. Mensch, hör doch mal auf, mich immer zu stören hier beim Ball verteilen. Was soll denn das? Oh. Der lässt mir nicht mal Zeit, den Ball zu spielen. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt. Oh, dafür ist Pizarro zu langsam und der Ball war viel zu kurz. Geh doch mal einen auf den Ball zu. Geh mal ab, höre das. Oh, was machen die denn da? Oh. Der wäre auch noch fast drin gewesen. Rafinha. Oh, das gibt's doch nicht. Da steht überall einer im Weg. Was ist denn jetzt los? Hallo? Hallo? Was war denn das? Das war ja mal ein richtig übler Leck, der ist da. Oh, da steht überall einer im Weg. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt aber Traoré. Ibrahima Traoré. Oh, 3-2. Kommt, Jungs, jetzt geht's direkt weiter. Weiter, weiter. Sagt. Ja, egal. Weiter, weiter. Das ist einer aus meiner Mannschaft, der sagt immer weiter, weiter. Immer dasselbe. Also genauso fast wie Oliver Kahn, der hat ja auch mal gesagt. Immer weiter, immer weiter. Oh, leck, das da war knapp. Da hat er aber gerade noch einen Ball abschirmen können. Komm, jetzt geh ab. Traoré wieder. Auf Imritarian. Oh, Ballverlust. Jetzt aber Flanke in die Mitte. Da ist Pizarro. Nein, der kommt nicht dran. Gibt das Eckball? Gibt Eckball, ja. Dann lasse ich den Ball wohl besser ins Ausgehen. Rafinha mit der Ecke. Und. Oh, 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 nein, wo geht denn der hin? Wo geht denn der Schuster bitte hin? Den kannst du doch mal ins Tor setzen. Ja, gibt Freistoß. Und gibt's eine Karte? Gelb, ja. Mascherano. Oh, der Vorteil ist ganz schön lang gelaufen jetzt. Aber war auch ein Foul. So, Shaqiri. Dann bin ich mal gespannt. Nochmal, 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 nochmal! Nee, das gibt's doch nicht! Oh nein, da komme ich doch schon so gut durch und dann kriege ich das Ding da nicht rein. Oh, Mann! Oh! Der Ball muss drin sein. Der muss im Netz zappeln, der Ball. Mensch, ist Kinder noch mal. Wie kann ich den denn drin machen? Wie kann ich diesen Ball nicht verwandeln? Komm, jetzt zähl mal hier die Sekunden runter. Ach, geht doch. Ah, hier fahren die ganze Zeit Autos vorbei. Das geht mir auf die Nerven. Jetzt fängt's an zu zittern, das Bild, habe ich so das Gefühl. Oh, das Bild fängt an zu zittern, habe ich so das Gefühl. Ohne Witz. Abseits. Hä? Hä? Das war doch abseits. Das war doch abseits. Oder hat da noch einer gestanden? Ey, das war doch abseits.
Egal, egal. 3-3, mir doch egal. Mir doch egal. Das Bild zittert, ohne Witz. Mache ich jetzt auch mal gleich kurz Pause und mache die Aufnahme auf kurze Pause. Jetzt. Es leckt immer noch. Ich habe mir gerade in der kurzen Pause versucht, eine ganze Banane in den Mund zu stecken, aber das hat nicht so ganz geklappt. Ich bin immer noch am Kauen. Entschuldigt das bitte. So, jetzt ist sie weg. Irgendwie leckt's wirklich. Ich meine das doch nicht nur, oder? Ich muss mir das in der Aufnahme anschauen. Wenn mir das nicht gefällt, dann ist die nächste Folge sofort, wird sofort mit Fraps aufgenommen. Hinterla, verliert den Ball. Ellenbogen. Schiedsrichter, das war der Ellenbogen. Ah, oh, schöner Ball jetzt auf Hinterla. Hinterla, der kann das Ding nicht behaupten. Gibt aber Einwurf für uns. Und jetzt auf... Oh, im Pritarian geht er gar nicht an den Ball ran. Oh, springt aber dazwischen. So, ich gehe dann mal davon aus, dass die Folge jetzt bei euch leckt. Deswegen muss ich mich jetzt schon mal bei euch entschuldigen und sag einfach schon jetzt mal, dass die nächste Folge mit Fraps aufgenommen wird, da das sonst gar nicht geht. Ich musste das ausprobieren mit der X-Ray. Hat leider anscheinend nicht funktioniert, weil es einfach schon in der Folge leckt und ich denke dann, dass es auch in der im Video lecken wird. Naja, ja, jetzt ist zum Beispiel wieder alles flüssig. Das ist das Komische daran. Jetzt ist bei mir wieder alles flüssig, ohne dass jemals was, als wäre niemals was gewesen. Aber egal, warte ich einfach hier mal ab. Die Aufnahme sehe ich ja dann. Faul. Oh, 89. Minute. Jetzt darf ich keinen Gegentreffer mehr kassieren. Oh, was macht denn der da? Schmelzer. Oh, das war knapp. Jetzt Ruben Castro. Das wäre ein kapitaler Fehler von Schmelzer gewesen. 3 Minuten Nachspielzeit. Warum laufen die alle am Ball vorbei? So, jetzt Pizarro, komm, der setzt sich ja wohl durch gegen den. Das war doch nix. Jetzt pfeift er eh ab. Oh, oder auch nicht. Pedro. Oh, raus damit, raus! Hä, war Freistoß für mich. Puh, jetzt können wir Abschluss machen, dann ist das Spiel eh vorbei. Immer noch nicht. Ja, jetzt pfeift er ab. Gut. Alles klar, dann hätten wir die erste Partie mal unentschieden gespielt. Das ist auch mal was anderes. Ein 3-3 auf beiden Seiten, 3 Tore. Das ist ungewöhnlich, aber Hauptsache nicht verloren, ne? Ja, hier ist die Statistik, wie bei FIFA 13 auch. Ganz normal, selbe Statistik im Kritarian mit erfolgreichen Pässen, abgeschlossenen Dribblings und so weiter und so fort. Wir haben jetzt erstmal 1458 Münzen bekommen, wegen diesem FC, also IAS FC Münzenboost. Ja, ich denke, so haben wir ganz schnell mehr als 60.000 Münzen, ne? 10 Spiele und schon haben wir 60.000 Münzen. So, dann können wir jetzt weitergehen und dann war es das dann auch schon mit dieser Partie. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt, noch mehr Münzen verdienen. Ja, ja, ich werde jetzt einfach nur noch Ultimate Team, alles in einen Ordner machen, egal um was es dabei geht, also nicht noch Team der Woche extra, sondern alles nur in Ultimate Team,
dann alles nur mit Karriere und so weiter und so fort. Also, falls ihr wisst, was ich meine. Wir haben noch einen Transfer getätigt, den schaue ich mir gerade noch an. Das war bestimmt ein Vertrag, oder? Ja. Ansonsten ist da nicht mehr so viel drin. Die Verträge stellen wir noch online. So, war's das? Ne, oh Gott, da steht ja noch ein Haufen. Oh, wieso verkaufen die sich alle nicht? Ich brauche Geld. Ich könnte ja jetzt 50.000 Münzen auf eBay verkaufen. Die gehen für 20 Euro weg. Das ist gar nicht mal schlecht. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wie heißt's, 100.000 hätte, wäre ich direkt schon bei 30, 40 Euro. Und wenn ich 1 Million hätte, wäre ich direkt bei 300 Euro. Aber so viel kriege ich wahrscheinlich niemals zusammen. So, dann sage ich jetzt auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Alex, RR Goalie HD. Ciao.